auch nach dem zweiten Treffen wieder wenig Konkretes. Viel zur Atmosphäre, wenig zu den Inhalten. Also wird die Körpersprache analysiert von Habeck, Baerbock, Lindner. Sie scheinen sich zu verstehen, verbreiten Aufbruchsstimmung nach einem Treffen. Nun müssen die Parteispitzen zueinander finden. Das heißt aber noch lange nicht, dass ihnen die Basis mit riesigem Applaus folgt. Besonders bei den Grünen wird ein Zusammengehen mit den Liberalen skeptisch gesehen. Rot, Grün und Gelb leuchtet das Herbstlaub derzeit im Berliner Regierungsbezirk. Und vielleicht sind es bald auch die Farben der neuen Regierung. Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und der wirtschaftsnahen FDP. Laut Umfragen ist eine Mehrheit der Deutschen für so ein Bündnis. Bei den Grünen diskutieren sie nun, ob das funktionieren kann. Canan Bayram aus dem linken Parteiflügel hat schwere Bedenken. Der Klimaschutz, der kommt ja nicht von selbst. Dafür müssen wir etwas tun. Wie will man das denn mit einer Partei machen, die im Prinzip nur sagt, der Markt regelt das schon? Ich weiß es nicht. Also mir fehlen da wirklich für die Kompromisse die Fantasie. Für die grüne Parteispitze steht eine Gratwanderung an. Grüne und Liberale trennen Welten und ohne Zugeständnisse wird es nicht gehen. Nur an welcher Stelle? Die rhetorische Brücke klingt erstmal so. Unsere Wahrnehmung ist, dass das, was nach dem Wahlkampf eben auch drohte, großes Kuddelmuddel, Orientierungslosigkeit, oh Gott, was haben wir denn da gewählt, was soll denn daraus werden, eher einer Neugier, vielleicht auch einer Suche nach Orientierung gewichen ist und dass die Grünen und die FDP zusammen einen großen Teil dieser orientierungsgebenden Kraft stellen können, das merken wir in diesen Gesprächen. In Berlin schwanken viele Grüne, ob sie der FDP tatsächlich so schnell so nahe kommen wollen. Andererseits, nach 16 Jahren Opposition ist der Wunsch, mitzuregieren, auch groß. Was sehr viele von uns bewegt, ist tatsächlich jetzt auch mal was umzusetzen. Ich glaube, die Zeit der Opposition ist vorbei. Der Basis ist klar, dass wir jetzt in Verhandlungen treten und dort natürlich auch Kompromisse eingehen müssen. Das heißt aber nicht, dass wir die Seele der Partei verkaufen. Bei der Klimapolitik muss man schauen, ob man zusammenfindet. Bei der Sozialpolitik sehe ich durchaus Reibungspotenzial. Da muss man schauen, was passt und wie es zusammenpasst. Aber von den jetzt möglichen Konstellationen ist das aus meiner Sicht sicherlich die logischste. Die Grünen müssen nun entscheiden, welche Wahlversprechen sie opfern können. Mitregieren aber um jeden Preis? Canan Bayram will das auf keinen Fall. Ich bin gewählt worden, um Soziales, insbesondere das Thema Mieten, voranzubringen. Und die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, die muss halt wirklich aufgelöst werden. Und das müssen wir uns anhand der Inhalte anschauen. Aber wenn ich die Programme so aufeinander lege, dann weiß ich nicht, wie das mit der FDP gelingen soll. Ein Ampelbündnis in Deutschland wird allen Parteien viel abverlangen. Es könnte aber auch platzen. Rot, Grün und Gelb bliebe dann am Ende doch nur das Herbstlaub. Was passiert da gerade politisch? Darüber wollen wir sprechen mit Dennis Annan, der die Programme von FDP und Grünen schon länger analysiert, als Parteienforscher an der Technischen Universität München. Was erwarten Sie? Wo wird es besonders knirschen bei einer möglichen Koalition? Also schwierig werden die Politikfelder Steuer- und Sozialpolitik. Da wollen Grüne und FDP Gegenteiliges. Sie sind Parteienforscher an der Uni und auch Mitglied bei den Grünen, das müssen wir jetzt dazu sagen. Von welchen Positionen werden die Grünen abrücken müssen, wenn sie sich das FDP-Programm als Wissenschaftler angucken? Also Glaskugel haben wir ja auch nicht. Beide Parteien werden Zugeständnisse machen müssen. Wo glauben Sie, werden die Grünen Zugeständnisse machen müssen? Tempolimit ist ja schon sozusagen verfrühstückt. Da hat Herr Hofreiter gesagt, bestehen wir nicht mehr drauf. Also das wird am Ende ein Gesamtpaket sein und es werden die Sondierungen geben, wo beide Seiten an einer oder anderen Stelle nachgeben müssen. Es ist ja so, wenn es ein Ampelbündnis wird, dann müsste ja der kleinere Partner, der am wenigsten dazu passt, die FDP wäre das in dem Fall, am meisten umworben werden. Also da müsste man der FDP vermutlich mehr geben. Im Jamaika-Bündnis könnten die Grünen vermutlich mehr rausholen, weil sie ja sagen müssen, wir müssen damit vor unsere Basis treten können. Das heißt, Sie glauben, dass beides noch immer möglich ist, ein Ampelbündnis und ein Jamaika-Bündnis auch mit der CDU? Also zurzeit wird ja keines der beiden Bündnisse ausgeschlossen, wobei so ein bisschen, wenn man die Dynamik der letzten Tage ansieht, also psychologisch, es mehr in Richtung Ampel geht.
Was glauben Sie, was müsste die FDP opfern, auch wenn sie in einem Ampelbündnis als kleinste Partei, wie Sie sagen, das meiste durchsetzen könnte? Also sie könnte vielleicht personell was rausholen. Christian Lindner würde dann vielleicht Finanzminister, aber inhaltlich müsste sie natürlich irgendwo nachgeben. Also das Programm der FDP sieht ja vor, niedrigere Steuern in der Rentenpolitik, in der Krankenversicherungspolitik, mehr Markt. Die Grünen wollen mehr Staat, die wollen höhere Steuern. Also das passt so nicht zusammen. Wenn beide Seiten heute dann nochmal betonen, sie sagen, das passt so nicht zusammen, dass jetzt etwas Neues auf die Beine gestellt werden soll, reicht Ihre Fantasie aus, um sich dieses Neue vorzustellen? Also an der einen oder anderen Stelle vielleicht. Also man kann sich zum Beispiel auf so eine Art Aktienrente wie in Schweden vielleicht relativ schnell einigen. Man kann vielleicht auch bei den Steuern umschichten, vielleicht ein bisschen mehr Erbschaftssteuer, dafür ein bisschen weniger Einkommensteuer. Aber so im Großen und Ganzen sind es verschiedene Richtungen. Also man wird nicht insgesamt sehr viel mehr besteuern können oder sehr viel weniger. Also da wird man sich, wie die Große Koalition ja auch der letzten Jahre, sich darauf einigen, erstmal vieles so zu belassen, wie es ist. Willy Brandt hat eins gesagt, wir wollen mehr Demokratie wagen. Es braucht eine Erzählung. Was könnte diese neue Koalition denn als Erzählung wagen? Also wenn es gut gelingt, dass man sich einigt in der Klimaschutzpolitik, aber auch in der Finanzpolitik, dann könnte man sagen, wir schaffen dynamische, innovative Klimaschutzpolitik. Und man darf nicht vergessen, im Bereich der Innen- und Rechtspolitik, also Drogenpolitik zum Beispiel, da gibt es ja von jeher große Schnittmengen zwischen beiden Parteien. Dennis Annan, Parteienforscher an der TU München. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.